Die Neckarsulmer Sportunion in der Oberliga wird Ihnen präsentiert von der Fahrschule Academy SGH in Heilbronn und der Firma ISZ Immobilienservice Zartmann in Neckarsulm. Okay, Steven Neubert haben hier den Kapitän. Ja, Steven, zunächst 1-0 gewonnen heute, war eine schwere Geburt. Wie hast du das Spiel gesehen heute gegen Freiburg? Ja, wie du sagst, schon schwere Geburt, aber im Endeffekt scheißegal. 3 Punkte geholt und Platz ist schwierig zu bespielen, das hat man heute auch gemerkt. Es ging heute nur über den Kampf und auch wenn nicht alles optimal war, 3 Punkte unterm Strich, darum geht's. Freiburg hat erheblich mehr Ballbesitz. War das so der Plan, da ein bisschen die Initiative den Freiburgern zu überlassen? Oder wollten wir aktiver sein? Oder woran lag es, dass wir doch weniger Ballbesitz hatten? Ja, als eigentlich wollten wir schon auch die Richtung hier vorgeben. Haben uns dann vor dem Spiel dazu entschlossen, dass wir im Mittelfeldpressing spielen. Sind wir aber heute meiner Meinung nach gar nicht so richtig reinkommen. Und dann hat es Freiburg auch teilweise gut gemacht. Und wir waren einfach zu passiv, das hat man dann auch gemerkt. Und vielleicht waren wir auch ein Stück weit platt noch vom Mittwoch. Trotzdem hatte Freiburg aus meiner Sicht keine richtig große Chance. Auch ein Verdienst der konzentrierten Defensivarbeit heute? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kommt auch ein Quäntchen Glück auch noch dazu, dass unsauber, der Platz unsauber bespielbar ist. Und auf jeden Fall doch, jetzt 2-0. Und es ist wichtig, dass wir kompakt bleiben. Und darum geht's. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir die Spiele in Reutlingen, Kickers, haben wir 10 Gegentore in 2 Spiele bekommen. Jetzt Mittwoch Offenburg, heute Freiburg, jeweils keines. Ist es auch so ein Beleg der neuen Qualität? Sind viele Spieler zurückgekommen? Marco Romano, Gotto kommt zurück, Philipp Seibold. Ist auch so ein Beleg dafür, dass eine neue Stabilität da ist im Rückwärtsgang? Ja, natürlich, das sind alles Spieler, die schon jahrelang Oberliga spielen. Das ist klar. Kein Vorwurf an die anderen Spieler jetzt. Wir haben eine junge Mannschaft, das ist so gewollt. Fehler dürfen wir machen, sollen sie auch machen, damit sie daraus lernen. Aber ist klar eine andere Stabilität drin, wenn Marco hinten drin spielt, wenn Fausi reinkommt. Jonas macht es auch sehr gut, Julian Grupp. Das merkt man halt alles, wenn die Spieler auf den Platz stehen. Du spielst bis jetzt, muss man sagen, wirklich eine richtig gute Runde. Auch die letzten beiden Spiele wieder bist du vorangegangen als Kapitän. Wie siehst du deine Rolle? Wie siehst du dich in der Mannschaft auch hierarchisch als Kapitän? Klar, als Kapitän muss man als Vorbild vorangehen und den Weg irgendwo auch ein Stück weit vorgeben. Aber wir sind 11 Spieler auf dem Platz, da muss jeder Verantwortung übernehmen, nicht nur ich. Okay, perfekt. Dann Glückwunsch zu den 6 Punkten. Danke. So, Tim Pöhler, Schütze des goldenen Tores. Du siehst kaputt aus, war hart heute. Ja, war glaube ich Kampf pur heute und glücklich, dass wir uns belohnt haben am Schluss. Schilder uns mal das Tor aus deiner Sicht, wie ist es passiert, ziemlich früh? Ja, ziemlich früh, Ball geht durch, Panda überragende Vorarbeit und will den Ball glaube ich fast ein Stück weiter nach vorne spielen und kommt dann im Rücken. Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, glücklich getroffen, der Ball geht halt rein. Und kurz zu deiner Rolle kommen, hast du den Eindruck bei dir von Spiel zu Spiel, kommst du immer besser rein, strahlst wahnsinnig Gefahr aus, hast immer bessere Aktionen, siehst du das ähnlich, dass du vielleicht ein paar Spiele gebraucht hast, bis du drin warst, aber jetzt läuft es richtig gut bei dir? Ja, auf jeden Fall, ich merke vor allem einfach, dass ich die Fitness gebraucht habe, das merkt man schon, dass da einfach auch nochmal ein Unterschied da war, gerade im Vergleich zur Vorbereitung, da hat es dann auch fast immer nur über 50, 60 Minuten gereicht und jetzt von Spiel zu Spiel länger. Heute natürlich wieder schwierige Spiele, 2 Spiele davor gehabt, englische Woche, dann wird es hinten raus natürlich wieder eng, aber ja, wird von Spiel zu Spiel auf jeden Fall besser. Also noch kurz über das Spiel selber sprechen, Freiburg hat sehr viel Ballbesitz gehabt heute, waren jetzt nicht super gefährlich, aber trotzdem, was war der Unterschied vielleicht ein bisschen zum Mittwoch, wo wir mehr Dominanz hatten, die waren sehr ballsicher auf dem schweren Platz, woran lag das? Ja, ich denke, wir waren stellenweise einfach wieder zu passiv. Aber haben es dann im Endeffekt trotzdem hinten gut verteidigt heute. Genau das, was uns in den ersten paar Spielen gefehlt hat, dass man einfach immer ein Spiel dreckig gewinnt. War halt kein schönes Spiel, aber auf solche Spiele muss man dann einfach gewinnen. Glückwunsch, herzlichen Dank. Danke, danke. So, Benjamin Pfahler haben wir, Trainer von Freiburg FC. Ja, Herr Pfahler, 1-0 verloren hier in der Neckarsulm. Wie analysieren Sie das Spiel heute hier? Ich glaube, dass es insgesamt kein niveauvolles Oberligaspiel war. Es war nicht ganz einfach auf dem Platz hier, den Ball ordentlich auch durch die Reihen laufen zu lassen. In der Anfangsphase war Neckarsulm besser im Spiel und auch in der Phase dann in Führung gegangen. Und dann war es in der zweiten Halbzeit so, dass wir auf einen Gegner getroffen sind, der offensiv eigentlich gar nicht mehr aktiv geworden ist, sondern wirklich auch das Ergebnis verwaltet hat.
Und das Traurige ist, dass es heute gegen uns gereicht hat, weil wir zu wenig Chancen herausgespielt haben und auch in den Abschlüssen, die wir hatten, dann eben auch nicht zwingend genug waren. Und ja, am Ende steht halt eben die Niederlage. Sie haben schon angedeutet, Sie hatten erheblich mehr Ballbesitz, sagen wir ab Minute 20, 25, sehr, sehr viel mehr Ballbesitz. Woran lag es aus Ihrer Sicht, dass Sie nicht diese Chancen kreieren konnten, nicht richtig in die Box reinkamen? Was lief da aus Ihrer Sicht nicht so gut? Gut, Neckarsulm hat es in der Umschaltbewegung ganz gut gemacht, immer wieder dann auch kompakt in die Verteidigung gegangen, gerade auch eben im zentralen Bereich vorm Tor eine hohe Präsenz gehabt. Aber wir hatten genügend Möglichkeiten, auch über außen auf die Grundlinie gekommen, und uns hat ein Tick Genauigkeit gefehlt bei den Flanken, bei den letzten Bällen. Und ja, letztendlich waren die Chancen, die klaren Chancen, dann eben auch zu wenig aus unserer Sicht, und wie gesagt, die Abschlüsse auch nicht gut genug. Das ist vielleicht eine blöde Frage, hat man dann auch vielleicht ein bisschen das Pech, wenn man dann hinten drin steht und dann geht er halt mal nicht rein, dass so ein Ball wie der Kopfball war vielleicht noch eine gute Chance nach dem Eckball? Der Kopfball, der Schuss, der am langen Pfosten vorbeigeht, der Schuss, der geblockt wird in letzter Instanz. Mhm. In der ersten Halbzeit sind es zwei Situationen, in denen wir auf den Torhüter zugehen können, da fehlt der erste Kontakt oder der gute erste Kontakt, sonst stehen wir alleine vor dem Tor. Ist es schon so, dass man sagen kann, uns fehlt das Spielglück. Aber letztendlich bringt uns das nichts, ja? Weil wir eben punkten müssen und weil wir das auch schaffen müssen, dann gegen tiefstehende Gegner mehr Chancen zu erspielen und letztendlich dann auch die Qualität an den Tag legen müssen. Das war heute insgesamt zu wenig, da hatten wir schon deutlich bessere Spiele. Was können Sie jetzt als Trainer tun, um die Mannschaft aufzubauen nach so einem Lauf jetzt, als Tabellenletzter? Was kann man da einfach nur arbeiten, weitermachen? Oder? Wir versuchen es über die Stimmung im Team, über gutes Training, über eine gute Stimmung im Training auch. Jetzt kann man heute auch sagen, in der Schlussphase haben wir bis zum Schluss auch Moral gezeigt und wirklich auch immer wieder die Räume bespielt. Aber wie gesagt, es fehlt der letzte Punch, und da kann man nur dran weiterarbeiten und schauen, dass man den Glauben aufrechterhält. Okay, wir wünschen viel Erfolg dabei und gute Heimfahrt. Ja. Herzlichen Dank. Ja, danke schön. So, Thorsten Damm haben wir hier, den sportlichen Leiter der Sportunion. Ja, war ein schwer erkämpfter 1-0-Sieg heute. Gegen Offenburg war es irgendwie ein bisschen dominant, hat man den Eindruck gehabt. Woran lag das heute, dass wir doch so wenig Ballbesitz hatten gegen die Freiburger? Gut, auf der einen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, dass Freiburg aufgrund der Spielphilosophie und der ganzen Historie, auch Ausbildung der einzelnen Spieler, natürlich keine Mannschaft ist, die sich hinten reinstellt und irgendwie Catenaccio spielt. Das wissen wir aber genauso gut von den letzten Spielen, wo Freiburg eigentlich meist mehr Ballbesitz hatte, ja, weil die Jungs einfach gut sind und kein typischer Tabellenletzter sind. Von daher sehe ich den Aspekt, auch wenn man Stimmen hört, wie das Spiel gegen Hollenbach war, ja, die haben zwar auch 2-0 gewonnen, aber Dosenöffner, ein Standard, und Freiburg hat die, ich will nicht sagen hergespielt, aber ihr Spiel aufgezogen, ist das für mich absolut okay. Man hat trotzdem den Eindruck, auch wenn Freiburg heute mehr Ballbesitz hatte, dass wir sehr stabil standen. Also diese vielen Situationen, wo jemand 1-1 gegen unseren Torhüter läuft, hatten wir heute nicht. Auch gegen Offenburg hatten wir das nicht. Ist das auch so eine neue Stabilität in den letzten Spielen, aus deiner Sicht? Also zum Glück ja. Das war natürlich absolut an der Zeit, wenn man auf der einen Seite unsere Punkteausbeute, aber auch die Anzahl der Gegentore sieht, dass wir da es schaffen, defensiv Räume besser zu schließen. Und das haben wir, glaube ich, bei den Kickers auch gemerkt, dass wenn wir nur Fußball spielen wollen, dass es bei den Kickers, aber auch bei den anderen Mannschaften schwierig wird, da zu bestehen. Und ich glaube, dass einfach das bei der Mannschaft angekommen ist, dass es halt zum erfolgreichen Fußballspielen, und da ist natürlich die Punkteausbeute die entsprechende Messlatte, es gehört, dem Gegner nicht so viele Räume zu geben, und die muss ich dann halt zu laufen. Personell hat sich auch vieles getan. Es sind viele Spieler zurückgekommen. Julian Krupp, Marco Romano, David Kotovac, Philipp Seibold, um nur ein paar zu nennen, Pascal Pandez, nachdem er gefehlt hat. Merkt man das auch im Training? Ist die Konkurrenzsituation auch wieder größer? Tut es der Mannschaft gut? Ich glaube schon, dass es der Mannschaft gut tut im Training, aber das Training, glaube ich, war nie unser Problem. Ja, wo wir dran arbeiten müssen, ist so ein bisschen am Spieltag, wenn der Schiri anpfeift, den Anknopf zu finden, unabhängig wie die Trainingswoche war. Und da tut uns natürlich irgendwo
wie soll ich sagen, eine gewisse Kontinuität gut. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass wir noch ein bisschen brauchen, bis sich die Mannschaft findet, weil einfach vereinzelt dann doch zu viele, sei es Krankheitsfälle, private Fehlzeiten, berufliche Fehlzeiten die letzten Wochen da waren, dass für mich eigentlich klar war, wir brauchen noch ein bisschen, um uns zu finden, bis jetzt nach dem doch großen Umbruch im Sommer, das sich so ein bisschen zusammenfindet mit dem alten Kern, sag ich mal. Jetzt haben wir in diesen zwei wichtigen Spielen 6 Punkte geholt, Maximalpunktzahl. Wie wichtig war das aus deiner Sicht A für Selbstvertrauen und B auch tabellarisch? Also ich fange mal mit B an. Jetzt ist natürlich die Saison noch relativ jung, deshalb möchte ich jetzt nicht sagen überlebenswichtig, ja, aber die 6 Punkte waren brutal wichtig. Was war A nochmal? A war für Selbstvertrauen, fürs Mentale. Selbstvertrauen. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt noch nicht so den Schub wahrgenommen, weil die Jungs sich noch zu sehr darauf fokussieren, praktisch zu sagen, wir müssen auch deutlich besser sein als der Gegner. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den wir noch gehen müssen, zu sagen, jetzt ist das Wetter nun mal, wie es ist und die Plätze werden schlechter und unser Spiel, das wir gerne aufziehen wollen, geht nicht. Ja, und dann darf da keine Unzufriedenheit kommen, wenn unser Spiel nicht mehr so schön ist, weil im Endeffekt orientiert sich die Gefühlslage doch mehr am Tabellenstand als am Wohlfühlcharakter, ob wir jetzt den Ball schön am Laufen lassen. Apropos nicht so schön, ich würde sagen, es regnet, unsere Frisuren gehen kaputt, beenden wir das Interview. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke. Und nächste Woche, kurzer Ausblick, was erwartest du? Nächste Woche wird auf alle Fälle spannend, weil es natürlich wir keine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit haben. Was wir wissen natürlich ist, dass Holzhausen so ein bisschen Ableger von TSG Balingen ist, an die wir, sehr gute, also ich habe noch sehr, sehr präsente Erinnerungen, weil die wissen auch, wie Fußball funktioniert. Die wissen, dass es nicht immer unbedingt schön sein muss, dass die Mentalität ganz viel wettmachen kann. Und ich glaube, dass das, gerade wenn wir jetzt sagen, wir müssen uns weiterentwickeln, was die Mentalität betrifft, nochmal ein richtiger Prüfstein wird, zu sagen, wir messen uns mit denen und denken dabei an die harten, umkämpften Matches gegen TSG Balingen. Perfekt. Vielen Dank. Danke, gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao.